Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen der Körperstiftung heiße ich Sie ganz herzlich willkommen zu unserer Körperdebatte heute Abend. Osteuropa, Demokratie in Gefahr? Fragezeichen. Wie immer führen wir diese Körperdebatte in Zusammenarbeit mit der Süddeutschen Zeitung durch. Die heutige Veranstaltung findet auch statt im Rahmen unseres Schwerpunktthemas Der Wert Europas. Wir wollen im Rahmen dieses Schwerpunktthemas in einer Reihe von Veranstaltungen diskutieren, worin eigentlich der Wert Europas liegt für Bürger, für Regierungen oder für ganze Staaten in Europa. Und ein besonderes Augenmerk richtet sich in diesem Schwerpunktthema auf die Frage, wie eine neue Spaltung entlang des eisernen Vorhangs vermieden werden kann. Die konkrete Streitfrage unserer heutigen Körperdebatte lautet: Muss die EU entschiedener gegen illiberale Tendenzen in Osteuropa vorgehen? Fragezeichen. Meine Damen und Herren, vor 15 Jahren, 2004, traten 10 größtenteils mittel- und osteuropäische Staaten der EU bei. 2007 und 2013 folgten 3 weitere. Und diese sogenannte Osterweiterung der EU galt lange Zeit als einer der größten Erfolge der Europäischen Gemeinschaft. Ost- und Westeuropa wuchsen zusammen, die Länder waren demokratisch, marktwirtschaftlich organisiert, Regierungswechsel fanden friedlich statt, die neuen Mitgliedsländer waren wichtige Triebfedern für das wirtschaftliche Wachstum im Binnenmarkt, sie vergrößerten das internationale Gewicht der Europäischen Union, einige wurden Mitglied im Schengen-Raum, einige traten sogar dem Euro bei. Und weil die meisten nicht nur der EU, sondern auch der NATO beitraten, wurde der euroatlantische Raum ein ganzes Stück größer und einer der größten Profiteure, sicherheitspolitisch und wirtschaftlich, war sicherlich die Bundesrepublik Deutschland. Also eine beeindruckende Erfolgsstory. Wirklich, werden die einen oder anderen von Ihnen vielleicht jetzt fragen, nicht ganz zu Unrecht, denn in den letzten Jahren hat sich das Bild vielleicht ein kleines Stück eingetrübt, darüber werden wir heute diskutieren. Es kamen immer wieder Nachrichten aus einigen östlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die man durchaus als beunruhigend empfinden kann. 3 Beispiele. In Polen wurde ein Gesetz eingeführt, das viele Beobachter als eine Gefährdung der Unabhängigkeit der Justiz ansehen. Die EU-Kommission hat daher ein Verfahren gegen Polen in Gang gesetzt, das sogenannte Artikel 7 Verfahren, das im Extremfall sogar zu einer Einschränkung der Stimmrechte Polens in der EU führen kann. Der Europäische Gerichtshof, EuGH, hat mittlerweile verordnet, dass Polen die Zwangspensionierung von Richtern aussetzen muss. 2. Beispiel. In Rumänien beklagt die EU-Kommission Rückschritte bei der Bekämpfung der Korruption, denn Rumäniens Regierung plant eine Amnestie für Politiker und für Beamte, die wegen Korruption verurteilt wurden und jetzt im Gefängnis sitzen. 3. Beispiel. In Ungarn preist Ministerpräsident Orbán die Vision einer illiberalen Demokratie und macht mit Verschwörungstheorien Stimmung gegen Brüssel. Letzte Woche haben wir hier im Körperforum darüber diskutiert. Und auch gegen Ungarn hat die EU-Kommission ein Verfahren nach Artikel 7 des EU-Vertrags in Gang gesetzt. Wie sollte die EU nun gegenüber solchen Entwicklungen sich verhalten? Darüber wollen wir heute diskutieren. Muss sie konsequenter dagegen vorgehen oder gefährdet sie dadurch den Zusammenhalt der Europäischen Union? Ist es richtig, mit der Kürzung von Fördermitteln zu drohen, gar mit dem Entzug von Stimmrechten, oder schießen solche Maßnahmen weit über das Ziel hinaus? Darüber werden wir heute diskutieren mit Dietmar Nitan und mit Marek Cichocki. Dietmar Nitan ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss im Deutschen Bundestag. Er bekleidete in der SPD viele Ämter. Unter anderem war er Mitarbeiter von Martin Schulz und seit 2014 ist er Schatzmeister der Partei. Er engagiert sich seit vielen Jahren in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Er ist stellvertretender Vorsitzender der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe im Bundestag, Vorsitzender der deutsch-polnischen Gesellschaft und Vorsitzender des Stiftungsrates der Stiftung für die internationale Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz. Er sagt: Ja, die EU muss entschiedener gegen illiberale Tendenzen in Osteuropa vorgehen. Lieber Herr Nitan, herzlich willkommen im Körperforum. Applaus
Marek Cichocki ist seit 2004 Direktor am Forschungsinstitut NATO Lean European Center in Warschau. Zwischen 2007 und 2010 beriet er den damaligen polnischen Präsidenten Lech Kaczynski und er war Chefunterhändler bei den Verhandlungen um den EU-Reformvertrag von Lissabon. Marek Cichocki ist Chefredakteur des Magazins New Europe, NATO Lean Review, Professor am Collegium Civitas in Warschau und Gastprofessor am Warschauer Campus des College of Europe. Er sagt, nein, die EU soll nicht entschiedener gegen illiberale Tendenzen in Osteuropa vorgehen. Herr Cichocki, herzlich willkommen im Körperforum. Nicht minder herzlich begrüße ich auch den Moderator des heutigen Abends, Stefan Cornelius, der das Ressort Außenpolitik in der Süddeutschen Zeitung leitet und die Körper-Debate seit vielen Jahren als Moderator begleitet. Er wird wie immer mit notarieller Distanz und Unabhängigkeit die Abstimmung durchführen im Publikum, die wir ja vor und nach der Debatte durchführen. Und er wird wie immer hart, aber herzlich dafür sorgen, dass die Regeln der Körper-Debates eingehalten werden. Stefan, auch dir ein herzliches Willkommen. Last but not least begrüße ich auch ganz herzlich unsere beiden Gebärdendolmetscherinnen, Frau Kunigunde Schindler und Frau Celine Sorkins. Herzlich willkommen. Wie immer können Sie am Ende der Körper-Debate Fragen stellen, an die Referenten sich einbringen und wie immer laden wir Sie ein, nach der Veranstaltung bei einem Glas Wasser oder Wein das Gehörte weiter zu vertiefen. Ich bin gespannt, wie die heutige Körper-Debate ausgeht, wünsche uns allen einen spannenden Abend. Vielen Dank und Stefan, you have the floor. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir. Vielen Dank, Thomas Paulsen, für die freundlichen Worte, wie immer zu Beginn. Wäre ich Notar geworden, stünde ich nun nicht hier. Möchte das nicht weiter vertiefen. Ich glaube, der Journalismus und das Notarielle verträgt sich manchmal nicht, aber in diesem Falle schon. Wir haben tatsächlich wieder ein perfektes Datum fast gewählt für die Debatte, aber dazu sage ich gleich noch zwei Worte mehr. Am Anfang beginnt das Spiel so wie jedes Mal. Wir stimmen ab, wir gucken, wo die Stimmung, die Meinung im Publikum verteilt ist und wie bei Ihnen die Wertung ausfällt. Wir messen das anschließend bei einer zweiten Abstimmung mit Ihrer Meinung, die Sie nach der Debatte davongetragen haben, ob sie sich vielleicht geändert hat oder auch nicht. Aber dazu müssen wir nun erstmal die Zahlen erheben. Und deswegen darf ich alle bitten, die auf die Frage, muss die EU entschiedener gegen illiberale Tendenzen in Osteuropa vorgehen, mit Ja antworten. Und die mögen bitte die grüne Karte heben. Wir zählen das. Und deswegen darf ich Sie bitten, die Karten ein paar Sekunden oben zu halten, bis unsere Zählhelfer, genau, alle da sind. Ja, bitte Karten hoch. Wer der Meinung ist, ja, die EU muss entschiedener gegen diese Tendenzen vorgehen. Und dann machen wir auch gleich die Gegenprobe, nämlich nein. Wer ist nicht der Meinung, dass dies nötig ist, der möge bitte die rote Karte heben. Nein, ich bin der Meinung, die EU sollte nicht entschiedener gegen illiberale Tendenzen in Osteuropa vorgehen. Wie immer auch die Fußnote, dass diese Fragen sehr grob formuliert sind. Wir haben hier zwei Vertreter auf dem Podium, die dieses Thema natürlich differenzierter diskutieren werden. Das sind sozusagen Orientierungsmarken, solche Fragen, um grobe Richtungen vorzugeben. Wir alle wissen, dass Politik nicht im Schwarz und Weiß verläuft, sondern in Grautönen. Aber das soll sich in der Debatte rausschälen. Am Ende ist es trotzdem so, dass man dann häufig auch doch harte Entscheidungen fällen muss, aber hoffentlich in Kenntnis der Argumente. Der Tag ist deswegen heute sehr gut gewählt, weil Sie wahrscheinlich mitbekommen haben, dass die Europäische Volkspartei, also die EVP, die konservative Partei in Europa, im Moment sehr hart ringt in der Frage, wie umgehen mit der Fidesz-Partei und mit dem ungarischen Premier Viktor Orban. Der EVP-Spitzenkandidat und damit auch Kandidat für den nächsten Kommissionsvorsitz, Manfred Weber, war gerade in Budapest gestern, hat heute der EVP-Fraktion in Straßburg Bericht erstattet. Nächste Woche soll eine Entscheidung gefällt werden über den Ausschluss der Fidesz aus der EVP.
Und die Gemüter gehen sehr stark hin und her. Es gibt eine sehr starke Tendenz, allerdings von kleinen konservativen Parteien, die der Meinung sind, ja, die Fidesz sollte ausgeschlossen werden. Und die großen Parteien tun sich etwas schwerer. Das werden wir hier möglicherweise antippen. Und bevor wir loslegen, Sie kennen auch das Format, jeder Redner hat 10 Minuten, dann nochmal 5 Minuten, um zu erwidern. Wir geben anschließend das Mikrofon an Sie. Sie dürfen fragen und sollten bitte Fragen stellen. Und am Ende fassen wir nochmal alles zusammen, ehe wir zum Schluss nochmal abstimmen. Hier ist das Ergebnis der ersten Abstimmung relativ klar. 159 von Ihnen sagen, ja, man sollte diese illiberalen Tendenzen stärker angehen. 26 sagen, nein, sollte man nicht. Insgesamt 185. Nachher sind wir bestimmt 190 oder 200. Auch das ist bekannt. Und dann, man tut sich manchmal schwer, sich festzulegen, bevor man was weiß. Fangen wir an. Die Proposition beginnt in der Regel. Dietmar Niethan beginnt mit seinen 10 Minuten Eingangsstatement, warum er der Meinung ist, dass wir dies so tun sollten. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir über Verletzungen der Grundwerte der Rechtsstaatlichkeit sprechen, dann sind das nicht irgendwelche kleinen Verfahrensfehler oder man hat eine EU-Richtlinie nicht schnell umgesetzt, was man eigentlich auch zügig tun sollte, sondern es geht eigentlich in dieser Frage an die Grundfesten unserer Europäischen Union. Wir diskutieren ja immer wieder, dass die Europäische Union nicht nur eine Wirtschaftsunion sein soll, dass sie auch eine Sozialunion sein soll, dass sie auch eine politische Union sein soll und auch letztlich eine Union, die auf gemeinsamen Werten basiert. Und wir wissen alle, Staaten, die Mitglied in der Europäischen Union werden wollen, die müssen entsprechende Kriterien erfüllen. Und zu diesen Kriterien gehört zum Beispiel eben auch die Rechtsstaatlichkeit. Sollte die Europäische Union also bei Verstößen von Mitgliedstaaten gegenüber diesen Werten der Rechtsstaatlichkeit nicht intensiv sich engagieren oder gar über sie hinwegsehen, dann führt das am Ende aus meiner Sicht jedenfalls auch zu einer Delegitimierung der Europäischen Union selbst. Denn wir können ja feststellen, wenn wir uns andere Regionen auf der Welt angucken, dass politische Prosperität nicht unbedingt einhergehen muss mit Demokratie, wie wir das in China sehen. Und ich glaube, wenn wir das europäische Modell, den European Way of Life, wenn ich das mal so sagen darf, wenn wir den auch in Zukunft verteidigen wollen, dann wird man erstmal auf uns schauen, wie wir selbst intern damit umgehen, wenn einzelne Mitgliedstaaten eben gegen wichtige Werte verstoßen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, Diskussionen sollen ja auch differenziert sein. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach und eindeutig zu messen, ja, wann sind solche Werte wirklich in einem Maße verletzt, dass man sagen muss, jetzt geht es aber nicht mehr. Das ist immer auch natürlich ein Prozess des Aushandelns, der Abwägung, weil wir natürlich unterschiedliche Verfassungsmodelle haben unserer Mitgliedstaaten, weil wir auch aus unterschiedlichen politischen Kulturen kommen. Und deshalb ist es für mich kein Widerspruch, sondern es gehört zusammen, dass ein klares und hartes Vorgehen gegenüber Verstößen im Bereich der Rechtsstaatlichkeit nicht bedeuten, dass man nicht an diese Sache differenziert rangeht, dass man sich nicht auch bemüht zu verstehen, warum gibt es gerade in diesem Mitgliedstaat diese Entwicklung. Und was mir auch wichtig ist, ist, es ist zwar hier, jetzt ist es ausgeblendet, die Überschrift, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, als seien Probleme mit einigen Punkten unserer demokratischen Werte, als würden die einzig und allein nur in Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Mittel- oder Osteuropa auftreten, sondern ich finde, es muss der Fokus darauf liegen, dass wir uns alle Mitgliedstaaten immer sehr genau anschauen, ob dort wirklich alle Werte entsprechend eingehalten werden, ob zum Beispiel in allen Mitgliedstaaten mit der Minderheit der Sinti und Roma vernünftig umgegangen wird. Das ist vielleicht nicht ein Punkt, der sofort klassisch in der Frage von Organisation eines Rechtsstaats durch unabhängige Gerichte fällt, aber es ist auch ein Verstoß gegen europäische Werte. Und da sage ich ganz klar, da gibt es auch alte, wenn man so will, Kernmitgliedstaaten, Gründungsmitgliedstaaten der Europäischen Union, die an dieser Stelle, was diesen Bereich angeht, der Minderheitenrechte, durchaus an der einen oder anderen Stelle die Dinge etwas besser und etwas im Sinne unserer Werte besser anstellen können. Ich möchte das deshalb betonen, weil ich
in der Frage der Rechtsstaatlichkeit nicht sehe, dass es ein Ost-West-Problem ist. Denn wenn wir uns die Staaten anschauen, in denen wir jetzt gerade Dinge beanstanden, ist es ja nicht so, dass 100% der Bevölkerung hinter Rechtsstaatsverstößen der jeweiligen Regierung steht, sondern dass es oft auch eine starke Opposition gibt, die das kritisiert, dass es auch oft eine starke Zivilgesellschaft gibt, die dann Demonstrationen organisiert. Und deshalb möchte ich auch dafür werben, dass wir uns davor hüten, dass Kritik, die wir üben, zum Beispiel eben an der Justizreform in der Republik Polen, sich nie auf ein ganzes Land bezieht, nicht auf das gesamte politische System, sondern immer etwas zu tun hat mit der Art, wie die gerade regierenden politischen Kräfte eben meinen, mit diesem Thema umzugehen. Und gerade in Polen können wir zum Beispiel sehen, dass das, was die Regierung der PiS dort macht, im Parlament, in der Zivilgesellschaft hoch umstritten ist. Ein weiterer Punkt, auf den ich auch noch mal hinweisen möchte, ist der, dass wir uns auch noch mal anschauen müssen, welche Politikkonzepte oder Ideen stehen dahinter, um das Ganze zu verstehen. Wenn ich mit vielen Freunden in Polen spreche, also auch Freunden von mir, die das richtig finden, was die PiS gerade an Umbauten im Justizsystem macht, dann sagen die mir immer, also wir haben eine Mehrheit, wir haben eine absolute Mehrheit im Parlament. Und wir machen etwas, was demokratisch legitimiert ist, werden wir beim nächsten Mal abgewählt, kann selbstverständlich die andere Regierung das wieder korrigieren. Das ist nicht mein Verständnis, weil ich finde, dass es nie eine Diktatur der Mehrheit geben darf, sondern dass zu einer Demokratie auch Checks and Balances gehört, Minderheitenrechte der Oppositionsparteien im Parlament, dass sie Befragungen der Regierung erzwingen können, dass sie Untersuchungsausschüsse machen können. Denn für 4 Jahre oder 5 Jahre gewählt zu sein, heißt ja nicht, dass man den Freifahrtschein hat, ein Land quasi halb autoritär regieren zu können, sondern auch wenn man eine absolute Mehrheit hat, steht man in der Verantwortung, mit dieser Mehrheit sehr sensibel umzugehen. Und deshalb möchte ich auch da sehr dafür werben, dass wir uns das nochmal genau anschauen, warum es auch zu diesen teilweise ja wirklich polarisierenden Debatten nicht nur in Polen kommt. Und da muss ich auch sagen, gehört zum differenzierten Betrachten dazu, dass wir nicht so tun sollten, dass Vorgängerregierungen in Polen alles richtig gemacht hätten. Und jetzt kommt eine Regierung, die scheint, in Anführungszeichen wieder gesprochen, alles falsch zu machen. Sondern wir müssen uns auch überlegen, warum mit Abstand die PiS in Polen zum Beispiel stärkste politische Kraft geworden ist. Das hat auch etwas mit Versäumnissen und Fehlern von Vorgängerregierungen zu tun. Um diese Differenzierung bemühe ich mich, weil es keinen Sinn macht, etwas zu tun, was ich leider auch sehr oft sowohl in meinem eigenen Land als auch in der EU erlebe, nämlich eine gewisse, wie soll ich das sagen, Arroganz der alten Westeliten, die manchmal an solche Dinge herangehen, so nach dem Motto, jetzt haben wir die armen Brüder und Schwestern aus dem Osten aufgenommen, jetzt sind die in der EU, jetzt sind die Nettoempfänger und jetzt sollen die bitte mal schön keinen Ärger machen. Das ist eine Art und Weise, die nicht den Dialog über die Ursachen, warum wir unterschiedlicher Meinung sind und vielleicht die Förderung von gegenseitigem Verständnis nach vorne bringt. Und deshalb ist es zum Beispiel wichtig, sich sehr differenziert damit auseinanderzusetzen und zu verstehen, warum eine politische Kraft, wie zum Beispiel eben die PiS, in Polen auch bis heute in den Umfragen eine große Unterstützung erfährt. Also ich sage jetzt mal als Sozialdemokrat, die Umfragewerte der PiS, die hätte ich gerne. Dann wäre ich nämlich in Deutschland im Moment stärkste Fraktion. Also was ich damit einfach sagen will, ist, wir müssen nicht nur in den Dialog kommen mit einer Regierung und müssen sagen, hört mal, ihr verstoßt hier gegen gemeinsame Werte, da können wir nicht drüber hinweggehen, sondern wir müssen auch in einen Dialog kommen mit der Zivilbevölkerung. Wir müssen verstehen, was passiert da gerade, dass ein Land sich so polarisiert, dass ich viele polnische Familien kenne, die sagen, bei uns wird nicht mehr auf Familienfeiern über Politik diskutiert, weil da ein Riss teilweise mitten durch Familien geht. Und ich glaube, dieses Bemühen um eine Kultur der Wertschätzung, dieses Bemühen um gegenseitiges Verständnis, das ist sehr wichtig, denn wir können auch gerade im deutsch-polnischen Verhältnis eine gewisse Asymmetrie sehen. Es interessieren sich viel mehr Polen für das, was in Deutschland passiert, als umgekehrt Deutsche für das, was in Polen passiert. Polen ist einer unserer wichtigsten ökonomischen Partner, vice versa. Auch wir sind einer der wichtigsten für Polen. Es gäbe viele Punkte, wo wir trotz unterschiedlicher Meinungen in der Frage der Rechtsstaatsreform viel mehr miteinander zusammen machen können. Und ich finde immer, wenn berechtigte Kritik, und ich halte sie berechtigt in der Frage der Rechtsstaatlichkeit, einhergehen würde mit mehr Verständnis
für die Geschichte des Landes, auch für unsere gemeinsame Geschichte, die ja nun wirklich darauf zurückblickt, dass Deutsche in Polen schrecklichste Menschheitsverbrechen begangen haben. Wenn es also diese Asymmetrie ein bisschen weggeht, wenn man mehr sich darum bemüht zu verstehen, was dort passiert, wird man, glaube ich, auch in der Kritik, die man dann äußert, glaubwürdiger und fällt nicht in Verdacht, sozusagen dieser arrogante Wessi zu sein, der jetzt mal meint, jetzt zeigen wir denen, wo es lang geht. Das war mir wichtig, nochmal auch diesen differenzierten Ansatz hier voranzubringen, weil ich glaube, so Schwarz-Weiß-Debatten, das sind die Bösen, das sind die Guten, die bringen uns nicht weiter, die fördern auch nicht das gegenseitige Verständnis. Aber zum Schluss, weil ich sehe, meine Redezeit endet, will ich nochmal sagen, dieses Bemühen zu zeigen, lasst uns differenziert mit Wertschätzung an die Sache rangehen, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir in der Sache selbst klar sein müssen. Und das heißt, Rechtsstaatsverstöße, egal von welchem Mitgliedsland, müssen in der EU ein Thema sein. Und wenn sie nicht korrigiert werden, müssen sie am Ende auch zu Folgen führen, sonst machen wir uns unglaubwürdig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Nitan. Der Nicht-Notar in mir würde jetzt sofort natürlich mehr nach dem Schwarz und Weiß fragen, aber wir haben ja gleich noch eine zweite Runde. Deswegen, glaube ich, sollten wir erst die andere Seite hören. Lieber Herr Cicotski, bitte schön, Sie haben für 10 Minuten das Wort. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für das Interesse an unserer Debatte. Selbstverständlich muss ich sagen, also das Ergebnis der Abstimmung war keine Überraschung für mich. Und das, weil wir in der Europäischen Union und in Europa doch in einer Krise sind. Und in dieser Situation der Krise ist ja auch sehr verbreitet die Erwartung von mehr Europa. Also man sehr oft sagt, wir brauchen mehr Europa, um imstande zu sein, etwas mit dieser Krise zu machen. Es ist nicht meine Rolle und ich verstehe die auch nicht so, Sie jetzt in dieser Debatte zu der polnischen Politik zu überzeugen. Das werde ich bestimmt nicht machen. Ich möchte Sie aber überreden, auf das Problem ein bisschen über unsere Antipathien und politischen Präferenzen zu sehen, als ein Problem der gesamteuropäischen Regeln. Die Regeln, die Beziehungen zwischen den EU-Staaten und Gesellschaften, aber auch gemeinschaftlichen Institutionen bestimmen. Also ich möchte hier über die Frage sprechen als ein Problem eines bestimmten Modells der Integration, eines bestimmten Charakters der Integration in der Situation der Krise. Zuerst möchte ich die Stellung nehmen zu dem Inhalt der Frage, die leider verschwunden ist. Aber ich muss hier einiges dazu sagen. Also zuerst möchte ich sagen, dass Polen, das Land, für das ich hier spreche und für es ich jetzt stehe, liegt im Mitteleuropa oder, wenn Sie wollen, im Zentraleuropa. Das ist nicht immer genug, nach 30 Jahren das zu wiederholen. Und es ist ein Land, das starke Tradition der Freiheit, Demokratie, Menschenwürde, Solidarität repräsentiert. Und das ist ja auch das Land, das die Transformation nach 1989 vollendete und wahrscheinlich jetzt eine eigene Form der Zukunft, auch politischer Zukunft, auf dem demokratischen Wege sucht. Es ist schließlich auch das Land, das seit 15 Jahren Bestandteil der Europäischen Union ist. Es ist ein Land, das die Europäische Union mitgestaltet. Daher
gesagt das alles, muss ich sagen, dass ich die Verbindung nicht-liberales Osteuropa in unserer Frage und überhaupt die Idee, dass die Europäische Union in einer interventionistischen Weise hier etwas tun sollte, als nicht nur realitätsfremd, aber als ein gefährliches Klischee, das ein paternalistisches und arbiträres Denken unterstützt und unsere gegenseitige Optik in West- und Osteuropa bestimmt. Warum eigentlich Osteuropa und warum nicht zum Beispiel Südeuropa? Das wurde hier auch schon einmal gesagt. Warum nicht zum Beispiel Gesamteuropa? Ja, das ist richtig und das hat mein Vorredner auch gesagt. Die Europäische Union will eine Wertegemeinschaft sein und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Was ist eigentlich der Konflikt über die europäischen Werte? Ich finde, dass die Haupttrennlinie, die hier vorgeschlagen worden ist, also eine Linie zwischen liberal und nicht liberal, als zwar sehr nützlich aus der Sicht des jetzigen politischen Kampfes, besonders im Hinblick auf die kommenden EU-Wahlen zu dem Europäischen Parlament. Diese Trennlinie polarisiert die Szene und die Debatte und es gibt ja auch mächtige politische Akteuren, nicht nur in Mitteleuropa, aber auch in Westeuropa, die an dieser Polarisierung interessiert sind. Aber inhaltlich finde ich diese Trennlinie falsch. Europas Identität und Werte sind nicht so geteilt. Sollten wir nur an den Wertekatalog der Europäischen Union und, kurz sehen, von 1973 mit der ersten Erklärung über die europäischen Werte bis zu dem Artikel 2 der jetzigen Verträge, da werden wir sehen, da steht das Wort überhaupt nicht. Da steht Liberalismus nicht in dem Katalog der europäischen Werte und das ist ja auch nicht zufällig so. Weil Liberalismus einer der wichtigsten normativen Traditionen und Errungenschaften in Europa ist, mit anderen Traditionen, mit mindestens zwei anderen, die hier genannt werden müssen, mit der Tradition der Sozialdemokratie, von der wir immer zu oft vergessen, aber auch mit den konservativen bürgerlichen Traditionen, zum Beispiel der Christdemokraten. Also ich glaube, der Katalog der europäischen Werte kann nicht zu einer Orthodoxie des Liberalismus gemacht werden, weil es viel breiter ist und umfangreicher und ja schon bestimmt nicht zu einer Orthodoxie mit einer administrativen Aufsicht. Und das bringt mich zu dem letzten Punkt, den ich in dieser Einführung berühren möchte. Da man sich im Bereich der Werte jetzt in der Europäischen Union besonders bedroht fühlt und das wegen immer stärkeren Krisen, versucht man nach dem Motto mehr Europa den Bereich der Werte zu zentralisieren und unter der administrativen Aussicht und Kontrolle zu stellen. Ja, Herr Niedern hat gesagt, also wir müssen hier klar sein. Es ist schon eine Herausforderung, wie weit kann man in Sachen der Werte klar sein, ja, um nur Max Weber hervorzurufen. Selbstverständlich, wir müssen im Klaren sein, was ist die Grundlage unserer Werte, aber eine gewisse administrative Klarheit wird wahrscheinlich nie erreicht werden können. Diese Idee, das administrativ zu kontrollieren, ähnelt ein bisschen der Troika-Verfahren der Eurokrise,
ist aber gefährlich in Form und Konsequenzen, wenn wir versuchen, das in den Bereich der Werten anzuwenden. Wie kann zum Beispiel die Kommission hier die Rolle einer Aufsichtsgremiums übernehmen, wenn sie immer mehr selbst die politisierte Institution ist, wo überambitionierte Politiker manchmal im Gewand der objektiven EU-Beamten eigene Agendas und manchmal eigene nationale politische Agendas folgen? Auch die Idee eines Expertengremiums, dass die Ausführung der Werte einschätzen würde, wäre ein Verstoß gegen das Grundgefühl für die Idee der Repräsentanz. Und ja, richtig, wie sollten diese Leute diese Werte eigentlich messen und beurteilen? Und wer schließlich wird die Kontrolleure kontrollieren? Um noch eine Frage hinzufügen. Ich sehe also keinen anderen vernünftigen Weg für die Aufrechterhaltung der universellen europäischen Werte als der Weg durch die demokratischen Wahlen in den Mitgliedstaaten, als ein Weg der demokratischen Korrektur und als ein Weg der demokratischen Debatte über die nationalen Werte, aber auch über die europäischen Werte. Und die EU in diesem Kontext sollte eigentlich eine behilfliche Rolle spielen, eine Plattform für eine immer offene Debatte über die Werte sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Marek Cirozzi. Ich muss nun etwas Feuer hier machen im Raum, weil ich glaube, dass wir erleben gerade, wie polnische Intellektuelle und sozialdemokratische Intellektuelle eine durchaus konfrontative Debatte auf ein theoretisches Niveau heben, wo wir jetzt gleich abstrakt über Werte und Befindlichkeiten reden können. Aber es sind ja doch am Ende relativ harte, konkrete Kontroversen um Rechtsstaatlichkeit, um Medienfreiheit, um Justizsystem und umgekehrt die Vorstellung tatsächlich, wie Sie es hier auch ausdrücken, um sozusagen die Normierung dieser Systeme. Gibt es also so etwas wie ein europäisches Wertesystem oder was sind diese illiberalen Tendenzen, die man Polen vorwirft? Ist es nicht tatsächlich eine Definitionssache? Deswegen die zweite Runde mit der Bitte, doch tatsächlich nun ein paar Holzscheite nachzulegen. Ja, das mache ich gerne. Ich will deutlich sagen, ich habe das ja am Anfang, habe ich mich darum bemüht, mir geht es nicht um ein, wie man so neudeutsch sagt, Bashing, sondern um differenziertes Herangehen. Aber ich will mal sagen, was unverhandelbar ist. Und das hat auch nichts zu tun, dass das per Mehrheitsentscheidung ausgehebelt werden kann. Unabhängige Gerichte müssen unverhandelbar sein. Es darf nicht jemand glauben, weil er eine absolute Mehrheit oder wie Herr Orban eine Zweidrittelmehrheit hat im Parlament, ein Grundprinzip der Demokratie, nämlich das der Gewaltenteilung, auseinanderzunehmen. Das ist, ob die Unabhängigkeit wirklich schon gefährdet ist, das muss man differenziert betrachten und darf dann nicht, ich sage jetzt mal, mit dem Holzhammer rangehen und man muss gute Argumente finden. Aber dass man das Prinzip der Gewaltenteilung als unverhandelbar sieht, das halte ich nicht für sozusagen das, was ich eben als westliche Arroganz bezeichnet habe. Ganz im Gegenteil. Und auch da hoffe ich, dass ich jetzt richtig verstanden werde. Wenn wir eine EU von 15 Mitgliedstaaten hatten, die mit 12 damals mit Staaten Beitrittsverhandlungen begonnen hat, nach der friedlichen oder in weiten Teilen Mittelosteuropas friedlichen Wende, dann war natürlich klar, dass für die, die Mitglied werden wollten, die Werte dieser EU der 15 zu akzeptieren waren. Denn wenn ich jetzt sage, wir erweitern die EU, bis es irgendwann eine Mehrheit anderer Mitgliedstaaten gibt, die dann die Werte der sage ich mal, ursprünglichen EU umwerten, dann werde ich erst recht das europäische Projekt delegitimieren, weil dann wird jeder sagen, stopp, Leute. Dann lasst uns niemanden mehr aufnehmen. Wenn sozusagen unsere Offenheit, weitere Staaten aufzunehmen, dazu führt, dass am Ende da eine EU rauskommt, die nicht mehr den demokratischen Werten entsprechend Respekt zollt,
dann Stopp mit der Erweiterung. Und ich glaube, diese Art von Gefahr, die da drin steckt, wenn wir an dieser Stelle, ich sag mal, um des lieben Friedens willens nicht hart intervenieren, die halte ich für riesengroß, weil noch ist das ordnende Prinzip, dass wir in Europa nicht im Chaos versinken, in den 28 Mitgliedstaaten, bis auf einen, wo zumindest das Parlament scheinbar im Chaos versinkt, ist doch das Rahmenwerk der Europäischen Union. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist. Selbstverständlich müssen sich auch Werte weiterentwickeln. Also die Werte in der Bundesrepublik Deutschland 30 Jahre nach der friedlichen Revolution im Jahre 2019 sind andere als zur Zeiten im Westen der Adenauer-Ära. Selbstverständlich. Aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass solche Dinge wie Gewaltenteilung, unabhängige Medien und Ähnliches, dass die sich nie geändert haben und auch nicht ändern dürfen. Und das ist für mich sozusagen der Streitpunkt, an dem wir sind. Deshalb bleibe ich dabei. In der Sache müssen wir klar sein, im Ton verbindlich. Es geht nicht darum, jemanden einfach nur platt an den Pranger zu stellen. Und eine letzte Bemerkung will ich sagen. Also als Sozialdemokrat gefällt mir ja nicht jede Art von Liberalismus. Also Neoliberalismus finde ich nicht so gut. Der hat auch unserer Partei geschadet. Also von daher ist das schon in Ordnung, auch über Liberalismus zu reden. Ich glaube, der Punkt, an dem wir stehen, ist der, wie halten wir es mit der offenen Gesellschaft, wenn ich mal Karl Popper zitieren darf. Und es gibt viele Menschen, die können die Pluralität, dass du teilweise absurdeste Meinungen äußern darfst, die können die nicht aushalten. Und es gibt so einen Wunsch nach Eindeutigkeit und nach zurück zu den guten alten Zeiten. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das, was wir gerade mit der Peace erleben, das Zurücksehnen ist nach Klarheiten. Klarheiten führen aber immer dazu, dass du Minderheiten ausschließt. Und deshalb ist für mich die Pluralität auch etwas, was nicht verhandelbar ist. Und zur Pluralität gehören Checks and Balances. Eine Mehrheit darf nicht alles machen dürfen. Es muss klar sein, dass auch Minderheiten im Parlament, aber auch Minderheiten in der Gesellschaft Rechte haben. Und ich glaube, an der Stelle ist es nochmal wichtig, miteinander zu diskutieren, dass wir hier eine Art Kulturkampf erleben zur Umdeutung der Werte, ich sage das jetzt mal provokant, soll ich ja machen, des Abendlandes. Ich habe manchmal das Gefühl, dass diejenigen, die das Abendland verteidigen wollen, sich nur einen bestimmten Ausschnitt aus der Geschichte des Abendlandes anschauen. Und wenn mir Herr Professor Przewalmski, der derzeitige Botschafter der Republik Polen, ins Gesicht sagt, dass einer der größten Fehler Europas die Aufklärung war, dann sage ich mal, die ist ein Teil des christlichen Abendlandes. Und wenn für mich das christliche Abendland nur das vor der Aufklärung ist, dann enden wir in einer Zeit vor der Aufklärung, wo es keine Demokratie, keine Menschenrechte, kein Pluralismus gab. Und ich finde, dagegen darf man auch vorgehen. Und das hat nichts mit Werteimperialismus zu tun, sondern mit der Verteidigung von unverhandelbaren Prinzipien, ohne die eine Demokratie am Ende auch nicht funktionieren kann. Herr Nitan, ich muss trotzdem eine Frage kurz nachschieben und Privileg nehme ich jetzt kurz raus. Sie reden tatsächlich ja über illiberale Tendenzen in einer Gesellschaft, in einer politischen Gesellschaft, die wir ja nicht nur in Polen oder in Ungarn erleben, sondern inzwischen überall in Europa und auch hier in diesem Land. Mhm. Es gibt hier nur keine Mehrheit, die diese Deutung im Moment auch vornehmen kann. Ist das dann nicht tatsächlich ein gesellschaftspolitisches Phänomen, das eine Demokratie aushalten muss? Oder wo exakt ist der Rahmen zerstört, in dessen das stattfinden muss? Also ich weiß, es ist jetzt ein krudes Beispiel, mir fällt nichts Besseres ein. Sagen wir mal, in einem Bundesland, und jetzt will ich nicht unken, in Sachsen könnte das ja passieren nach den Landtagswahlen, hätten wir eine AfD-geführte Landesregierung, die eindeutig Dinge tut, die durch das Grundgesetz nicht geregelt sind. Ich glaube, da käme in Deutschland, klar, wir sind nicht die Europäische Union, wir sind ein richtiger Bundesstaat, aber niemand käme in Deutschland auf die Idee zu sagen, naja, das gehört jetzt auch zur Pluralität. Sondern natürlich muss es klar sein, dass es gibt bestimmte, wenn man so will, nicht verhandelbare Voraussetzungen für eine Demokratie. Gibt es ein kleines Büchlein, wo der damalige Kardinal Ratzinger eine super Diskussion hatte mit Habermas zu diesem Thema, wo die sich übrigens, was man ja in anderen Punkten nicht sagen kann, sogar sehr einig waren. Das ist für mich sozusagen der Punkt. Natürlich gibt es das auch in Deutschland. Und deshalb hat Marek auch recht, machen wir daraus keine Ost-West-Geschichte. Aber nochmal, es hat nichts mit Arroganz zu tun, wenn man sagt, bestimmte Dinge der Demokratie darfst du auch nicht mit demokratischen Mehrheiten abschaffen, weil das der Anfang vom Ende der Demokratie ist. Vielen Dank. Herr Zirotzke,
Sie haben die nächsten 5 Minuten, aber auch an Sie die Bitte und die Frage, lassen Sie uns nicht über Liberalität diskutieren. Ich glaube, Illiberalität war es auch nicht als parteipolitischer oder als Ordnungsrahmen gedacht. Es ging im Prinzip darum, um also konkrete Verstöße oder konkrete Zweifel am rechtsstaatlichen Prinzip eines Landes zu diskutieren, ob das nun Ungarn ist oder Polen, auch wie auch immer. Vielleicht können Sie auf diese Sicht der Europäischen Union oder auch der Venedig-Kommission oder anderer Einheiten, die sich damit befasst haben, eingehen. Und mich würde auch die Frage interessieren, warum, oder lassen Sie mich offen fragen, ist die polnische Gesellschaft mehrheitlich der Meinung, dass die Europäische Union ihnen ein Demokratiekonzept aufzwingt, das nicht zum Land passt? Ja, also zuerst versuchte ich selbstverständlich am Anfang den Organisatoren dieser Veranstaltung zu folgen und auf die Frage zu antworten, die aufgestellt worden ist. Und ich kann das gerne wiederholen. Ich glaube, dass es sehr gefährlich ist, wenn jetzt die Europäische Union oder bestimmte Institutionen der Europäischen Union sich in diese Rolle einschlüpfen. Eine Rolle des Oberkontrolleurs der bestimmten politischen Prozessen in der europäischen EU, in den EU-Staaten. Erlauben Sie mir nur ich komme auch zu diesen konkreten Fragen, aber erlauben Sie mir auch auf eins, was Herr Nitan gesagt hat, reagieren. Also man sagt ja sehr oft, wir brauchen Klarheit. Bestimmte Dinge sind unverhandelbar. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist ein sehr selektives und manchmal auch ein arbiträres Vorgehen zu den bestimmten EU-Staaten, aber auch zu den bestimmten Fällen. Kommen wir zu der Reform oder Veränderungen in der polnischen Justiz. Selbstverständlich sind wir an den Werten wie die unabhängige Gerichte oder unabhängige Justiz gebunden. Aber hier muss es ja auch die Frage gestellt werden, was verstehen wir eigentlich darunter? Wenn wir darunter verstehen die Unabhängigkeit der Gerichtsverfahren, dann ist kein Problem. Da bin ich damit vollkommen einverstanden. Sollte es aber unabhängige Richter im Sinne der Verantwortlichkeit der Leute, die eine sehr große Macht haben, dann habe ich schon meine Zweifel. Und wissen Sie, man sagt ja, und das höre ich ja auch sehr oft, dass seit 1916 Rechtsstaatlichkeit in Polen wurde zerstört. Fragen Sie Leute in Polen, die Opfer der sogenannten Privatisierung, die im Grunde genommen eine wilde Privatisierung in Warschau, in der Hauptstadt, in der Metropole, in der europäischsten Stadt von Polen stattgefunden haben, in den letzten Jahren, in den letzten Dekade, fragen Sie diese Leute, ob sie glauben, dass wir in Polen den Rechtsstaat hatten. Also das Problem hier, und ich glaube, das Motiv auch der Reformen der Justiz war, dass das nicht nur im Gefühl vieler Menschen in Polen, aber auch in der Realität die Justiz ihre schützende Rolle im Kontext der Transformation nicht ausgefüllt hat. Und diese schützende Rolle wurde nicht getragen von der Justiz aus verschiedenen Gründen, die jetzt, ich glaube, korrigiert werden müssen. Seit 1999, das ist ja schließlich nicht die erste Versuch, die Justiz in Polen zu reformieren. Diese Versuche gab es viele. Seit 1989 gab es keine Regierung, die es nicht versucht hat. Warum ist es nicht gelungen?
hauptsächlich wegen der Einstellung des Richterstandes oder viele Leute, die diesen Richterstand repräsentiert haben, weil sie auf der Position standen, Status quo ist das Beste. Also wir wollen und wir möchten nichts ändern. Und diese Diskrepanz zwischen dieser Gruppe der Richter und auch ihrer nicht ausgeführten sozialen Funktionen im Kontext der Transformation. Und das, was die Leute erfahren haben und gesehen haben, war so groß, dass ich glaube, dass diese Reform jetzt in dieser oder in anderer Form stattfinden wird. Wir werden die Justiz in Polen reformieren müssen. Diese Regierung oder die nächste Regierung oder die übernächste Regierung wird das endlich machen müssen, wenn wir wirklich einen modernen und wirklich einen effektiven Staat in Europa haben wollen. Ja. Sie sprachen vorhin von einer Wertezentralisierung in der Europäischen Union. Welche Werte meinen Sie? Das ist gute Frage. Das ist gute Frage, weil ich Zentralisation der Werte ist das ein Modus. Das ist ein Verfahren. Ja? Es geht nicht um Inhalte. Also wenn ich die ganze Diskussion zum Beispiel in Bezug auch auf Polen oder andere EU-Staaten höre über die Werte, dann habe ich immer die Frage im Kopf, reden wir über Werte oder reden wir auch über die Interessen? Worüber reden wir eigentlich? Ja, also Rechtsstaat zum Beispiel, also das ist das wichtigste Beispiel dieser ganzen Diskussion, kann ja sowohl die Interessen auf dem gemeinsamen europäischen Markt betreffen, wie auch das Problem der Gerechtigkeit in der Gesellschaften. Worüber reden wir eigentlich? Wenn zum Beispiel in Deutschland ja das stärkste Argument gegen diese Reformen in Polen ist im Grunde genommen ein Argument gegen die Sonderklage, sogenannte Sonderklage, ja, die ermöglicht, bestimmte schon gefallene Sprüche in Frage zu stellen, dann weiß ich ganz genau, es geht hier nicht um die gerechte, gute Gesellschaft in Polen, sondern es geht hier um Interessen. Und das ist auch verständlich, ich habe nichts dagegen. Aber mein Problem mit dieser ganzen Diskussion über die Zentralisierung der Werte ist, dass ich nicht mehr sehe, wo wir über die Werte und bestimmte Inhalte wirklich diskutieren und wo es im Grunde genommen geht um Interessen bestimmten Firmen, bestimmten Staaten, bestimmten Gruppen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es ist jetzt der Moment gekommen, wo Sie selbst sich beteiligen dürfen und sollten. Wer eine Frage hat, wir haben zwei Mikrofone im Saal stehen, kommen Sie bitte hoch. Hier haben wir die erste Frage, ja, die zweite. Sie können, glaube ich, gleich bitte schön zum Mikrofon gehen und die erste Frage stellen. Vielleicht gehen Sie schon zu diesem Mikrofon, dann nehmen wir so drei Fragen pro Block und bitte in der gebotenen Schärfe und Präzision. Danke. Mein Name ist Baum. Ich habe eine Frage auf einem anderen Gebiet. Und zwar sieht die Europäische Union und auch Deutschland überhaupt eine Chance, durch entschiedene Maßnahmen Polen zu einem Umdenken, zu einem Umlenken zu bewegen? Das ist doch international regelmäßig total erfolglos. Nordkorea, Russland, Türkei und so weiter. Ist es nicht eine Illusion, die Polen oder auch Ungarn zu einem veränderten Verhalten zu bewegen? Vielen Dank. Bitte schön, Sie haben die nächste Frage. Wir Deutschen haben ja einiges an Erfahrung gemacht und Schrecklichen, und dieses Erinnern verbindet uns, das nur vorausgeschickt. Zum Thema Demokratie sage ich nur, die deutsche gegenwärtige Verfassung zieht Konsequenzen aus der Entwicklung in der Weimarer Zeit. Hitler ist mit einer relativ stabilen, relativ demokratischen Mehrheit erstmal ins Kanzleramt gekommen. Deswegen scheint mir existenziell wichtig zu sein die Frage der Gewaltenteilung. Und dazu gehört, dass die Exekutive nicht die Richter bestimmt. Und ein anderes Thema, das für mich von Bedeutung ist, die Exekutive, auch die Mehrheit, bestimmt nicht historische Wahrheit. Wenn wir in den 50er Jahren abgestimmt hätten, wie schlimm die Nazizeit war,
dann hätten wir gar nicht solche richtige starke Mehrheit gekriegt. Das sage ich jetzt nur mal sehr kritisch unserer eigenen Geschichte wegen und deswegen hochgradig beunruhigt in Bezug auf das, was wir jetzt in lieber Nachbarschaft, aber in Polen besichtigen. Vielen Dank. Es war ein Statement, das man vielleicht in die Frage gleiten kann an Herrn Nitan. Wie eigentlich unterscheiden sich unsere Richterwahlprozesse von denen in Polen? Und wo ist der große Unterschied? Aber wir nehmen noch eine dritte Frage dazu. Marek, Werte und Interessen sind dasselbe. Es kommt darauf an, worüber Sie gerade reden. Aber das nur nebenbei. Worauf ich raus wollte, ist, dass das Problem mit der Peace-Regierung war, ja, sie ernannte die obersten Richter. Das ist in Deutschland genauso. Und das ist in den USA nochmal dasselbe. Deswegen versuchte ja Trump, diesen einen Mann da auf Biegen und Brechen durchzukriegen. Und der sitzt da nicht 4 Jahre, Herr Sozialdemokrat, der sitzt da lebenslänglich, denn ist es ein Beamter. Und der kann jedes Gesetz, was von unten hochkommt, von welcher Regierung auch immer, kann der mit der Mehrheit, der Supreme Court, für nichtig erklären lassen. Mhm. Das ist die polnische Sache. Die ungarische Sache ist, ich denke, Frau Merkel wird noch jeden Tag auf den Knien dem Herrn danken, dass Orbán damals die Grenzen zugemacht hat und ihr den Rest der Flüchtlinge erspart hat, was sie nämlich nicht gepackt hat. Ich glaube, das ist jetzt aber passt nicht ganz dazu, sondern nicht ganz richtig, glaube ich. Herr Orbán hat die Grenzen nicht zugemacht. Ganz im Gegenteil. Erstens waren die Grenzen immer, aber gut, das müssen wir jetzt gar nicht diskutieren. Hatten Sie noch eine Frage oder war das ein Statement? Das ist die Frage, ob Sie Grenzen zumachen können oder nicht. Das ist rechtsstaatlich. Okay. Vielen Dank. Dann, glaube ich, gehen wir mal in die erste Runde. Fangen vielleicht mit Ihnen an, Herr Cichocki. Die Frage, nehmen Sie sich bitte was natürlich gefragt wurde. Ich versuche es in Fragen zu übersetzen. Ich hoffe, Sie verstehen es. Also lässt sich Verhalten verändern, war die Frage. Und der Richterwahlprozess. Vielen Dank für diese, Möglichkeit, die Wahl zu haben. Ich glaube, ich muss sagen, das ist, da war die Frage, ist es möglich, dass Deutschland Polen oder Ungarn oder auch die anderen bewegt, anders zu denken? Es ist für mich eine absolut sonderbare Frage, muss ich zugeben. Ich verstehe die nicht. Machen wir diese Frage umgekehrt. Warum soll ich denken, dass ich als Pole jetzt, dass meine Rolle ist, euch zu bewegen, anders zu denken und die Entscheidungen zu treffen, die sie nicht getroffen haben. Ich verstehe diese Logik nicht. Ich verstehe aber die Logik, dass wir miteinander sprechen. Ich verstehe die Logik, dass wir versuchen, auf dem gleichen Niveau eigene Motive und Kontexte zu erklären. Ja? Warum zum Beispiel die Justizreform in Polen? Woraus kommt das? Was ist der Grund dieser ganzen Geschichte? Hitler, Weimar, deutsche Verfassung. Ja, ich weiß, ich habe Germanistik studiert, ich kenne sehr gut die deutsche Geschichte. Ich weiß, wie das wichtig ist, diese Erfahrung, ja, für die jetzige zum Beispiel deutsche Verfassung und die Lehre, die sie daraus gezogen worden ist. Aber die Erfahrungen sind zum Teil vergleichbar, aber zum Teil sind sie ganz anders. Und ich muss sagen, ich akzeptiere auch nicht in dieser jetzigen, nicht in dieser hier Diskussion, aber in der Diskussion, die oft vorkommt über illiberale Tendenzen in diesem oder anderem Teil von Europa. Ich habe es wirklich schwierig mit dieser Leichtigkeit, mit der wir zum Beispiel den Begriff Autoritarismus benutzen. Also das kann ich wirklich nicht verstehen. Leben in Polen kann ich nicht verstehen. Wie kann man zum Beispiel sagen, dass wir in Polen autoritäre Verhältnisse haben? In Polen kann die Mehrheit nicht alles tun. Das ist nicht wahr. Die Mehrheit
kann nicht alles in Polen, die parlamentarische Mehrheit, die jetzige oder irgendwelche andere, ist nicht imstande, alles zu machen. Und die letzten zum Beispiel Lokalwahlen haben es gezeigt. Es gibt in Polen keine überwältigende politische Mehrheit, die alles kontrollieren will und die alles ja unter Kontrolle und unter eigener Macht haben will. Das ist einfach nicht wahr. So eine Situation gibt es nicht. Erklären Sie vielleicht noch zwei Sätze zur Mediensituation. Die staatlichen Medien, Rundfunk, wurden alle mit PiS-Leuten besetzt. In den freien Zeitungen, die es gab, ist die staatliche Finanzierung bzw. die Werbefinanzierung stark reduziert worden. Das ist eine große Existenzbedrohung. Haben Sie die Medienvielfalt, die Sie vor 10 Jahren noch hatten? Wissen Sie, da kann ich ja wirklich Ihnen so antworten, ja. Also ich hatte zum Beispiel in dem Öffentlichen mit meiner zwei anderen Freunden ein Programm für 3 Jahre. Und wir wurden 2015 rausgeworfen. Ja, nicht 2015, das war 2007. Ja. 2007 sind wir rausgeworfen. Als die neue Regierung zu der Macht kam, mit dem Argument, wir sind konservativ, wir passen nicht zu dem liberalen neuen Fernsehen. Das Problem in Polen ist nicht das Problem des nicht existierenden Pluralismus, weil im Grunde genommen die Einsichten in den polnischen Medien sind pluralisiert. Ja? Also wenn Sie liberale, konservative, soziale, linke Einsichten haben, Sie finden alles auf dem Medienmarkt. Das einzige Problem, das wir haben in Polen, das ist das Problem der öffentlichen Medien. Aber der Unterschied zwischen uns ist, dass meine These, und ich lebe in Polen seit 53 Jahren und die Transformation kenne ich in Polen seit 30 Jahren, und ich muss eine These aufstellen und die für die These sein: In Polen nach 1989 wurde keine öffentlichen Medien gegründet. Die öffentlichen Medien waren immer eine politische Beute. Es war eine politische Beute der Postkommunisten, es war dann die politische Beute der anderen politischen Richtungen, die zu der Macht gekommen worden sind, und jeder hat in Polen seit 1989 die öffentlichen Medien auf diese Weise betrachtet und behandelt. Herr Niedern, Fragen auch an Sie, das Richterwahlsystem etc. Ja, vielleicht ganz kurz zu Herrn Baum. Für mich ist das Entscheidende nicht die Frage, machen die Maßnahmen der EU Sinn, damit die gerade aus unserer Sicht gegen Rechtsstaatlichkeit verstoßen, umdenken. Natürlich freut man sich, wenn es da zu einem Umdenken kommt. Sondern es hat für mich etwas mit der Selbstbehauptung der EU zu tun. Wenn wir gemeinsame Werte haben und wenn für uns Gewaltenteilung und Checks and Balances Dinge sind, die nicht verhandelbar sind, dann darf nicht der Maßstab sein, wir machen das nur, wenn wir denken, das kann zum Umdenken führen, sondern wir müssen es immer machen, selbst wenn es nicht zum Umdenken führt, weil wir sonst uns selbst delegitimieren. Und es ist ein Punkt nochmal interessant. Marek hatte eben gesagt, also er findet es interessant, wenn man diskutiert, sollen die Deutschen Einfluss haben? Nein, die Deutschen sollen keinen Einfluss haben. Das will ich nochmal deutlich sagen. Es ist nicht Aufgabe der Bundesregierung, Schiedsrichter zu sein über das, was in Polen passiert. Natürlich soll auch eine Bundesregierung trotz aller Freundschaft mit Polen auch eine Meinung zu dem, was in Polen passiert, haben. Die Aufgabe zu kontrollieren, was da passiert und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen, hat nicht die Bundesregierung, sondern die Europäische Union, wo Polen selbst auch ein Teil ist. Das ist mir nochmal wichtig, weil ich fände es schlimm, wenn es wirklich, sagen wir mal, Mitgliedstaaten gäbe, die meinen, sie sind die Oberaufpasser der anderen. Dass wir bei manchen Diskussionen zu Griechenland in Deutschland Politiker erlebt haben, bei denen ich das Gefühl genauso hatte, ist was anderes. Aber da können wir ja besser werden. Dann zu den Richtern. Die Richter beim Bundesverfassungsgericht werden nicht auf Lebenszeit gewählt, sondern die haben Amtszeiten. Da kann es uns schon mal nicht so passieren wie in den USA, dass sozusagen die Frage einer Neuwahl eines Richters oder einer Richterin für Jahrzehnte möglicherweise Dinge zementiert. Und der politische Einfluss auf die Richterwahl ist in kaum einem EU-Land so groß wie in Deutschland.
Jetzt kommt aber mein Aber. Es gibt hier die Checks and Balances. Wir haben ein weites Spektrum, politisches Spektrum abgebildet der Richterinnen und Richter. Und die werden fast immer einvernehmlich gewählt. Das heißt also, Christdemokraten und Sozialdemokraten wählen eine Richterin oder einen Richter mit, der oder die eher grün denkt oder sogar grünes Parteibuch hat. Oder eben eine Richterin oder Richter von der SPD oder von der CDU oder von der CSU. Und die Parteien bemühen sich schon bei den Vorschlägen, die sie machen, keine Hardliner zu nehmen. Das heißt also, ich spitze es jetzt mal zu, die SPD kommt jetzt nicht und sagt, also einen sozialistischeren, fast schon kommunistischeren Vorschlag als Richter Meier konnten wir in der SPD gar nicht finden, aber den hätten wir gerne im Gericht, sondern man schaut schon, ist das eine Persönlichkeit, die eine lange juristische Erfahrung hat, die auch ausgleichend ist, die nicht Hardliner ist. Und das machen auch die Kolleginnen und Kollegen von der Union, die jetzt nicht sagen, jetzt muss aber einer vom ganz erzkonservativen Flügel es werden. Und diese Selbstbeschränkung und dieses immer auch die anderen mitnehmen, selbst wenn man eine Mehrheit hat, führt zu einer Pluralität der Richterschaft, egal wer gerade regiert. Und das halte ich für ein gutes Prinzip. Aber das möchte ich jetzt nicht einem anderen Land aufdrücken, aber ich will nur sagen, politisch geht es bei uns auch zu und mit viel Einfluss der Parteien. Aber eben bei uns versuchen wir, diese Checks and Balances zu wahren, was nicht heißt, dass wir da auch schon mal daneben lagen, muss man selbstkritisch sagen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, der ist mir nochmal wichtig. Ich finde, dass solche Dinge wie bestimmte Grundpfeiler eines Demokratieverständnisses oder bestimmte Grundpfeiler, wenn es um Menschenrechte geht, das sind für mich universelle Werte. Die sind nicht an ein Land, an eine Region, an eine Geschichte gebunden. Also es gibt keine christlichen Menschenrechte und keine muslimischen Menschenrechte, sondern es gibt die Menschenrechte nach der Erklärung der Vereinten Nationen und an die haben sich alle zu halten, ob sie nun glauben oder nicht glauben. Und deshalb glaube ich auch, dass bestimmte Werte, die mit Menschenrechten und Demokratie zu tun haben, keine deutschen Werte, keine polnischen sind, sondern universelle. Und der Kritik, ob man sich an universelle Werte hält, der muss sich jeder stellen und kann nicht sagen, das ist Einmischung in meine inneren Angelegenheiten, weil ich jetzt sozusagen einen polnischen Weg gehe, was bestimmte Rechte angeht, sondern bestimmte Dinge müssen universell sein. Und ich glaube, das ist nochmal ein Punkt, an dem wir diskutieren müssen, an der politischen Kultur. Denn das habe ich ja zu Beginn gesagt, hat Marek ja recht. Also es ist nicht so, dass die Vorgängerregierungen sich nicht auch kräftig daran beteiligt haben, so ziemlich alles mit Leuten ihrer Couleur zu besetzen und diese Pluralität in bestimmten Beiräten, Institutionen nicht zu wahren. Und deshalb nochmal, das, was wir diskutieren, sollte nicht auf eine Partei, die jetzige Peace, gehen, sondern es sollte darum gehen, dass die politische Kultur etwas ist, was uns in Europa was wert sein sollte. Und da haben wir alle Hausaufgaben zu machen. Ich glaube auch, dass wir an der politischen Kultur in Deutschland arbeiten können. Ich wollte gerade nachfragen, die politische Kultur lässt sich natürlich sehr nobel beschreiben, wenn man sozusagen aus der postideologischen Idyll heraus urteilt. Das heißt, wenn man nicht in den politischen Extremen unterwegs ist. Was tun Sie denn, wenn in einem ostdeutschen Land, das sich zufällig Sachsen nennt, eine Regierung installiert wird, die dann den Landesverfassungsgerichtshof nach Parteifarbe besetzt? Also erstmal würde ich mich fragen, was ich als Teil des politischen Establishments in den letzten Jahren falsch gemacht habe, dass Menschen glauben, in einer völligen Abkehr von bestimmten demokratischen Werten eine Chance zu sehen, dass es besser wird. Weil ich unterstelle erstmal vielen Wählerinnen und Wählern, dass sie nicht eine Partei aus ideologischen Gründen wählen, die gibt es auch, auf links wie auf rechts, sondern ich glaube, viele Menschen, jetzt nennen wir den weißen Elefant, ich glaube, dass viele Wählerinnen und Wähler die AfD nicht wählen, weil diese Menschen Rechte sind, weil diese Menschen mit der Demokratie nichts am Hut haben, sondern weil sie zutiefst frustriert sind über Dinge, die ihnen geschehen sind, über das Gefühl, dass sich Dinge überhaupt nicht mehr ändern und sie meinen, jetzt muss da mal auch ein grober Klotz hin. Und dann darf es aus meiner Sicht, da komme ich jetzt zur politischen Kultur, nicht sein, dass man eine Partei oder ihre Wähler sozusagen verteufelt, zu einem Mythos macht. Also mit ihr auseinandersetzen und ihr bestimmte Dinge nicht durchgehen lassen, ja, aber dass man da auch differenziert. Und ich sage das mal an dieser Stelle, da können wir auch in unserer politischen Kultur sehr gut noch viel lernen. Es ist total klasse zu sagen, ich bin gegen rechts und ich finde harte Worte gegen die AfD. Das ist aber für mich nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, was mache ich jeden Tag, um die Menschen, die die AfD wählen,
davon zu überzeugen, dass sie keine Unmenschen sind, weil sie mal die AfD gewählt haben, sondern weil ich sie wieder sozusagen in die Arena, wo ich meine Werte sehe, zurückholen will. Und ich finde, da tun wir zu wenig und manche machen sich einen schlanken Fuß in Verbalradikalismus gegen die AfD, aber nicht in dem harten Ringen um das Zurückgewinnen von Vertrauen von Wählerinnen und Wählern, die jetzt AfD wählen. Vielen Dank. Wir haben noch Zeit für eine Fragerunde. Wer möchte noch mal? Bitte schön, Sie hatten zuerst oben, vielleicht der Herr ganz hinten in der Mitte. Und gibt es da drüben noch? Dann nehmen wir noch ein, Sie noch bitte und ganz hinten mal noch eine Frage, dann nehmen wir die vier. Und dann, bitte schön, fangen Sie an. Herr Litten hat natürlich recht und Herr Behrens hat recht. Gewaltenteilung ist unverhandelbar. Die Exekutive darf keinen Einfluss auf die Judikative nehmen. Es gibt, glaube ich, im Saal keinen, der anderer Meinung wäre. Aber das ist nicht die Frage hier heute. Die Frage ist, ob es in Polen gefährdet ist oder nicht. Mhm. Und deswegen möchte ich Ihnen sagen, als polnischer Jurist, dass es nicht der Fall ist. Mhm. Ein Beispiel. Um es nur ganz kurz zu fassen. Vielleicht kurz und dann noch eine Frage, dass wir noch alle dran kommen. Ja, ich komme gleich zu der Frage, ganz kurz. Wie werden die Richter in Polen ernannt? Es gibt den Landesrichterrat, der durch das Parlament gewählt wird, mit einer Mehrheit von 3/5. Also das ist hier keine Diktatur der Mehrheit. Eine Partei, so wie PiS, kann allein die Mitglieder dieses Rates nicht benennen. Und wie ist es zum Beispiel in Sachsen, sowie in dem Land, das heute schon hier ein paar Mal erwähnt wurde? Die Richter in Sachsen werden nicht vom Parlament, nicht von der Regierung, wie es in Hamburg ist, vom Senat. Die werden allein von dem Justizminister genannt. Und die werden berufen erstmal als Proberichter für 4 Jahre. Und der Justizminister in Sachsen hat ja auch Weisungsrecht auf die Staatsanwaltschaft. Und meine Frage ist, wieso diskutieren wir nicht darüber, wie das in Deutschland ist? Danke. Mhm. Vielen Dank. Bitte schön. Ja, mein Name ist Dirk Stahl. Ich möchte gerne mal zielführend mit der Provokation beginnen. Wenn einer es anders will, stehen alle Räder still. Sie merken vermutlich schon, worauf ich hinaus will, dass 28 Mitgliedstaaten einer Meinung sind in allem und jedem und man dann sagt, das ist nicht verhandelbar. Nicht verhandelbar ist übrigens in unserem Grundgesetz von den 146 Artikeln genau 2, nämlich der 1. und der 20. Ansonsten kann man mit einer Mehrheit von 3/4 der Stimmen auch ein Grundgesetz ändern. Und insofern ist für mich die Frage, wann ist die EU bereit, wieder Bewegung reinzubringen, indem sie von dem absoluten Einstimmigkeitsverhältnis runterkommt auf ein Mehrheitsverhältnis, wie auch immer es geartet ist. Mhm. Danke. Bitte schön, Sie waren das Nächste. Und da war noch eine Frage, glaube ich, in der Mitte. Ja, dann dürfen Sie rein. Ich möchte Herrn Marek noch einmal fragen, wie auch schon mein Vorsprecher. Was sagt die polnische Verfassung von 1989 oder 90 zur Unabhängigkeit oder zur Wahl der Richter, und zwar vor allem also der Richter der obersten Gerichte, wie dieses vonstatten gehen soll, sodass es also die Unabhängigkeit hat? Die Erfahrung zeigt, wenn man die Zahl der Richter aus politischen Gründen immer mehr mit neuen Richtern besetzt, um damit Mehrheitsverhältnisse im Gericht zu schaffen, dann führt das einfach zu einem autoritären System. Es gibt genug Beispiele, ich will das nur mal auf Venezuela beziehen, wo die Gerichte eigentlich völlig der Regierungsform sind, genauso im Dritten Reich die Richter völlig gleichgeschaltet waren, was die oberste politische Gerichtsbarkeit heißt, nicht vielleicht im Vertragswesen, ja. Und deshalb also sind diese Gefahren sehr groß, dass die Unabhängigkeit der Richter gefährdet wird. Und deshalb meine Frage, wie sorgen Sie für die Unabhängigkeit der Richter in Polen? Dankeschön. Bitte schön, die letzte Frage. Ja, wir sind jetzt ziemlich tief in der Sachdebatte schon abgedriftet, finde ich. Und meine Frage
versucht, jetzt mal auf eine andere Ebene zu zielen. Und zwar, die Körperstiftung hat diese interessante Veranstaltung gemacht für heute. Dafür vielen Dank. Und ich nehme mal an, sie wird sicher was dabei gedacht haben. Und dass wir alle hier sind, das wird ja auch nicht ganz zufällig sein. Und meine Frage ist eigentlich, Sie haben am Anfang hier eine Abstimmung gemacht. Und diese Abstimmung war ziemlich eindeutig, dass die Mehrzahl der Menschen, die hier sind, offenbar das Gefühl haben, dass da ist irgendwas in diesen Staaten, über die wir reden, nicht in Ordnung. Wie kommen diese Leute zu dieser Meinung? Wer hat ihnen das gesagt? Und sind die Medien jetzt schuld? Oder ist in Polen alles in Ordnung und in Ungarn? Oder wie soll ich das alles verstehen? Vielleicht darf ich auf diese Frage antworten, bevor ich es an die Referenten gebe. Weil Sie haben uns ja als Körperstiftung bzw. Süddeutsche Zeitung angesprochen. Sie bilden sich eine Meinung aus einer ganzen Fülle von Informationen. Sie gucken Fernsehen, lesen Zeitungen, Sie haben hoffentlich die Süddeutsche abonniert und Sie kommen hierher, weil Sie zwei Stimmen hören wollen, die unterschiedlicher Meinung sind. Ja, dies sind kontroverse Themen und darüber wird gestritten. Und die Feinheiten des Richterwahlrechts in Polen sind tatsächlich Gegenstand der Auseinandersetzung, die auch von der Venedig-Kommission, die das europäische Rechtsstaatsprinzip sozusagen überprüft in einem Art Gutachtersystem oder Schiedsrichtersystem beurteilt hat. Das Problem ist ja, dass die Europäische Union exakt jenen Katalog nicht hat, den wir abkreuzen können und sagen, da läuft es gut und da läuft es nicht gut. Und das, was wir jetzt in den Fragen auch bekommen haben und das wir jetzt in der letzten Runde nochmal beantworten, zielt genau auf dieses Unbehagen, das Sie ausdrücken, hin. Wie soll ich damit umgehen? Wie wird die Europäische Union nach der Europawahl am Ende Mai dann tatsächlich in ihrem Haushaltsprozess zum Beispiel im Budgetverfahren mit diesen Konflikten umgehen? Wie viel politische Extremität, wie viel politischen Extremismus verträgt Extremismus wirklich in einem sehr polarisierenden Sinn verstanden, verträgt die Europäische Union als Gemeinschaft, ehe sie es eben nicht mehr erträgt und auseinanderfällt. Das ist, glaube ich, die Kernfrage. Und dass die Europäische Union auf einmal als politische Wertegemeinschaft definiert, eine Definition versucht, ist eine Herausforderung für diese Gemeinschaft. Aber offenbar gibt es eine Grundlage dafür, weil die parteipolitischen Interessen zu weit auseinanderdriften. Puh, Schluss. Ich könnte jetzt stundenlang darüber reden. Aber wir beginnen nochmal mit Dietmar Nitanetz mit der Fragenrunde und dann hier und machen dann die Schlussplädoyers anschließend. Vielleicht kurz die Antworten, Sie können sich auch noch was aufheben für die Schlussplädoyers, die wir auch gleich halten. Ja, vielleicht ganz kurz. Ich bin kein Staatsrechtler. Ich maße mir nicht an, alles sozusagen bewerten zu können, sondern ich bin natürlich als politisch Verantwortlicher auf solche Dinge, Herr Cornelius hat es schon angesprochen, wie die Venedig-Kommission, die ja auch plural besetzt ist. Da ist ja nicht nur, sind ja nicht nur ganz, wie soll ich sagen, sehr nur liberale Menschen drin. Da bin ich auf deren Urteil angewiesen. Und es ist immer so, ich weiß nicht, ob der Satz heute noch stimmt, drei Juristen, fünf Meinungen. Sie finden auch viele polnische Juristen, die sagen, das ist das Schlimmste, was es je gegeben hat. Sie finden andere Meinungen, haben wir gerade gehört. Man kann das machen. Aber ich sag mal so, ich verlasse mich auf Gerichte. Und wenn der Europäische Gerichtshof sagt, also liebe Regierung, und sogar noch in einer Eilentscheidung, weil es so wichtig war, also einfach jetzt, damit ihr sie aus dem Weg räumen könnt, Richter zwangspensionieren, geht nicht. Dann würde ich mal sagen, da ist schon irgendwas nicht in Ordnung, selbst als juristischer Laie. Man stelle sich mal vor, es gibt eine neue Regierung in Deutschland und die würde sagen, Mist, also der hat noch die Amtszeit, das muss ich aber mal was ändern im Verfassungsgericht, jetzt schicke ich die alle in Zwangspensionierung. Was meinen Sie, was hier los wäre? Also ich glaube, daran sieht man schon, es geht schon auch um etwas anderes. Ich habe auch mit dem polnischen Ombudsmann gesprochen, der nun wirklich einen großen Ruf hat als jemand, der wirklich mit sehr viel Engagement und mit sehr viel Differenzierung an solche Fragen rangeht, der auch nicht glücklich ist über das gelaufen ist. Aber nochmal, ich könnte auch 10 andere sagen. Was Sachsen angeht, naja, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht im Sächsischen Landtag und kriege die Berichte des Justizministers. Wenn der Justizminister oder wenn die Landesregierung
bei der Berufung von Richterinnen und Richtern das, was ich gerade gesagt habe, walten lässt, dass da keine Extremisten von welcher politischen Seite auch immer berufen werden, dass man, auch wenn man eben der CDU-Justizminister ist, auch andersdenkende Richterinnen und Richter beruft, dann fände ich zwar ein transparenteres Berufungsverfahren, wo noch andere mitreden können, besser, aber wenn es in Ergebnis die Pluralität hinbekommt, dann will ich dagegen jetzt auch als juristischer Laie nichts sagen. Und zum Einstimmigkeit nur ganz kurz, es gibt eine ganze Menge von Vorschlägen, die gerade auf dem Tisch liegen, in bestimmten Feldern die Einstimmigkeit ein bisschen wieder aufzuweichen. Wir haben auch ja auch schon qualifizierte Mehrheiten geschaffen. Ist ja nicht mehr so, dass alles einstimmig ist. Da haben wir ja auch mit dem Lissabonner Vertrag noch mal was hinbekommen. Aber da sage ich mal, dann müssen wir Deutschen auch uns an die eigene Nase fassen. Ich erlebe das oft als jemand, der Europapolitik im Bundestag macht, dass dann Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, also in dem Feld und in dem Feld bitte die Einstimmigkeit abschaffen. Das sind meistens Felder, wo es deutschen Interessen durchaus dienen könnte, wenn es da keine Einstimmigkeit mehr gäbe. Aber in anderen Feldern, also zum Beispiel in der Arbeitsmarkt-Sozialpolitik, nee, um Gottes Willen da nicht die Einstimmigkeit abschaffen, da könnten ja Standards gesenkt werden, die auch unseren Arbeitsmarkt betreffen. Und dieses Rosinenpicken, das darf dann auch nicht sein. Dann muss auch eine Regierung sagen, okay, wenn ich gerne möchte, dass es in der Außenpolitik weniger Einstimmigkeitsentscheidungen gibt, dann kann ich weniger Einstimmigkeitsentscheidungen in sozialen Fragen nicht blockieren. Also entweder oder. Und da finde ich immer, fest, man sich erstmal an die eigene Nase, bevor man auf andere zeigt. Und vielleicht noch ein Punkt, der mir wichtig ist, weil der auch angesprochen worden ist, die Medien. Ich nehme das nur als Beispiel. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen fies, weil man immer schlechte Beispiele findet in allen Medien, ob die links, rechts, öffentlich, privat sind. Aber ich sage mal so, am Wahlabend der Kommunalwahlen hat das polnische staatliche Fernsehen öfters Charts eingeblendet zum Stand oder Ausgang der Bürgermeisterwahl in der Hauptstadt in Warschau. Da wurden aber nicht die Charts eingeblendet, sozusagen, also Warschau hat gewählt für den Kandidaten X so und so viel Prozent, also der Kandidat sozusagen aus dem bürgerlichen Lager hat klar gegenüber dem Kandidaten der Peace gewonnen mit einem riesengroßen Vorsprung, sondern es wurden die Stimmergebnisse gezeigt der abgegebenen Stimmen in den drei Warschauer Gefängnissen. Und da hat der Kollege sozusagen von der Peace noch schlechter abgeschnitten als im Gesamtdurchschnitt. Jetzt sage ich mal, stellen Sie sich mal vor, im staatlichen Fernsehen in der ARD würde abends berichtet, Landtagswahl in Berlin, was weiß ich, die SPD hat so und so viel Prozent, die CDU so viel, die Linke, die Grünen. Und dann würde immer bei den Abend verteilt eingeblendet, ja, aber in den drei Justizvollzugsanstalten in Berlin hat ja die Linkspartei viel mehr Stimmen gekriegt als sonst. Was will ein öffentlich-rechtlicher Sender, wenn er solche Charts zeigt? Und das hat dann nichts mehr mit der Frage zu tun, jetzt sind wir mal dran, den zu besetzen, sondern da finde ich, auch da wird die Pluralität nicht eingehalten und da wird tendenziös versucht, ein Bild zu zeichnen. Und ich finde, auch wenn es in der Gesamtschau in Polen vielleicht ausgeglichen ist, weil es viele private Sender und Zeitungen gibt, die eine andere Meinung haben als die PiS, aber ich finde, es gehört zur Selbstbeschränkung, dass ich so etwas nicht mache, wenn ich die Kontrolle über das staatliche Fernsehen habe. Und daran, finde ich, sieht man, dass Dinge nicht im Argen sind. Und wir sollten das dann nicht nur auf eine formale Debatte führen, ist das von einem bestimmten Gesetz gedeckt, sondern wir sollten einfach sagen, dahinter steckt etwas. Und dagegen, finde ich, muss sich dann auch die Europäische Union wehren können. Vielen Dank. Herr Ciorocki, die Frage nach der Justiz nochmal, das Einstimmigkeitsprinzip. Bitte schön. Ja, vielleicht fange ich mit einer sehr interessanten Frage. Woher haben die Leute hier in Deutschland diese Kenntnis über die Situation in Polen? Ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Und ich muss leider, Herr Cornelius, sagen, ich glaube, die haben diese Kenntnis am meisten von den Medien. Ab und zu haben sie auch eigene Erfahrungen, weil sie zum Beispiel nach Polen fahren zum Urlaub oder haben dort Bekannte. Aber am meisten
Diese Kenntnis kommt von den Medien. Und ich muss Ihnen ganz offensichtlich sagen, manchmal finde ich mich selbst und meiner Vorstellung von den Verhältnissen, in denen ich seit Jahrzehnten lebe, nicht in dieser Berichterstattung. Also ich glaube, es gibt hier wirklich ein Problem, inwieweit die Medien sozusagen die eigene Meinung, ein eigenes Bild kreieren können und verbreiten können. Und das ist ja auch die Frage nach der Verantwortung, ja, also nach der Verantwortung der Medien. Das gesagt möchte ich nicht sagen, dass es umgekehrt besser ist. Also das Bild von Deutschland werden die meisten Polen auch von Medien. Und dieses Bild ja ist ja auch sehr oft ziemlich sonderbar. Also das ist eine allgemeine Frage. Was ist los mit den Medien? Und was für eine Rolle spielen die in der Politik und in den Gesellschaften? Die Frage, ist es alles gut in Polen? Nein, selbstverständlich nicht. In Polen haben wir seit einigen Jahren einen wirklich heftigen politischen Konflikt. Wahrscheinlich haben wir auch eine gewisse Art der Verfassungskrise, die dazu führen wird, dass wir allmählich, wahrscheinlich ist es ein langer Weg, aber werden wir schließlich auch zu einer Verfassungsänderung in Polen kommen müssen. Weil diese Verfassung zeigt sich nicht effizient in der Situation einer so tiefen politischen Konfliktes. Ja? Und Verfassungsgericht, andere Beispiele zeigen, dass diese jetzige Verfassung bestimmte mindestens Korrekturen braucht. Wir haben einen heftigen politischen Konflikt. Aber meine These zu der Frage, zu unserer Frage, denn ich glaube, unsere Aufgabe hier ist nicht nur über Polen zu sprechen, aber über Europäische Union und diese Frage, wie soll die Europäische Union darauf reagieren? Mein Punkt ist, wir haben ein starker politischer Konflikt in Polen. Wir haben ein Problem mit der Justiz. Wie diese Justiz reformieren? Was sind die Gründe für diese Reform? Was ist die Rolle der Justiz in Polen? Wir haben auch ein Problem, das ich schon erwähnt habe, mit den öffentlichen Medien. Aber meine feste Überzeugung ist, die Europäische Kommission und die Europäische Union wird uns in Polen keine öffentlichen Medien geben. Das ist etwas, was wir selbst aufbauen müssen, in einem wahrscheinlich langen und schwierigen demokratischen Prozess. Wir werden ja auch nicht zu Recht mit dem Justizproblem kommen, dank der Europäischen Union. Die Europäische Kommission und bestimmt schon bestimmte Kommissare, die, wie ich gesagt habe, sehr oft eigene nationale politische Agenda folgen, die werden uns keine unabhängige Justiz schenken. Dazu müssen wir selbst kommen. Und das betrifft ja auch die Frage der Richterwahl. Ja, also das, was schon hier gesagt worden ist in der Fragenrunde. Da gibt es in dieser ganzen Diskussion über die Justizreform gab es viele Vorschläge, manche sehr vernünftige Vorschläge. Es gibt ja auch schon bestimmte auch Lösungen eingeführt, die meiner Meinung nach schon bewirkt haben. Also die Gesellschaft betrachtet die Justiz als ein eigenes Problem, nicht als eine distanzierende Richtergruppe, von der wir nichts wissen, sondern auch als Leute, die
die Probleme der Menschen repräsentieren und die eben diese gesellschaftliche schützende Funktion auch mal anerkennen müssen. Das ist nicht nur so, dass die Gerichte, das ist offensichtlich, vernetzt sind, europäisch vernetzt sind. Das ist offensichtlich. Aber die Gerichte haben ja auch eine bestimmte gesellschaftliche Funktion. Sie sind ein Bestandteil des gesamten gesellschaftlichen Werkes. Und wir haben ein großes Problem mit der polnischen, manchen polnischen Richter, die es nicht so sehen. Also ich glaube, wir haben wirklich sehr viel zu erzielen, aber wie ich vom Anfang an argumentiere, das werden wir nicht im Geschenk von der Europäischen Union bekommen. Das ist etwas, was wir selbst herausarbeiten müssen. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das waren fast schon sowas wie Schlussplädoyers. Trotzdem halten wir die Regel ein und geben beiden Diskutanten nochmal die Möglichkeit. Die Uhr steht auf 5 Minuten, aber vielleicht schaffen Sie es beide auf 3 Minuten, das zu beschränken. Ja, wir haben auch schon ein bisschen überzogen. Wir wollten uns ja wirklich auch an unseren Zeitplan halten. Wir sind ja schließlich in Deutschland, dass wir uns nochmal aufschwingen und tatsächlich auf das große Thema schauen und nicht nur vielleicht auf Polen, sondern ganz Osteuropa. Wir haben die Europawahlen, die vor der Tür stehen, der ganze Prozess der Rechtsstaatlichkeitsverfahren, des Themas, wie umgehen mit Demokratien in Staaten, und ich möchte jetzt gar nicht das auf Osteuropa, Sie haben es auch auf den Süden erweitert, wir können auch über andere Länder reden, wie umgehen mit Demokratien, die sozusagen nicht in dieses liberale Weltbild der Europäischen Union sich fügen, welche Maßnahmen soll dort die Europäische Union ergreifen. Wir reden darüber, dass demnächst der europäische Haushalt verhandelt werden muss nach der Europawahl, das wird der Hebel sein, mit dem dann auch Druck ausgeübt werden kann, wie reagieren Gesellschaften drauf. Bitte schön, nochmal für beide Diskutanten ein paar Minuten, und wenn Sie es nicht ganz auf 5 Minuten ausweiten, wäre ich dankbar. Bitte schön, Anita. Ja, ich möchte ein Plädoyer dafür halten, dass wir in der Europäischen Union es mit einem besonders, sie hat so viele tolle Sätze gesagt, aber mit einem besonders, wie ich finde, wichtigen Satz von Hannah Arendt halten. Man muss verstehen wollen. Man wird nicht alles verstehen können, aber man muss es wollen. Und wir müssen uns mehr in den jeweils anderen reinversetzen. Wir müssen die Geschichte unserer Nachbarn kennen, um zu verstehen, dass eben zum Beispiel in einem Land, das mehrmals von Deutschland/Preußen und Russland von der Landkarte getilgt wurde, Nationalität und Identität der Nationen anders diskutiert wird als bei uns. Wir müssen eine Wertschätzung zeigen, dass wir klar machen, die EU-Erweiterung war nicht einfach nur ein Anschluss an die bestehende EU, sondern dass uns die Staaten aus Mittelosteuropa so viel an Dingen mitgebracht haben, an ihrer Kultur, an den Menschen dort, an den Lebensleistungen der Menschen dort, an ihrem Beitrag zur europäischen Freiheitsgeschichte. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es zur deutschen Wiedervereinigung gekommen wäre, ohne den Mut der Polinnen und Polen und der Solidarność. Also worauf ich hinaus will, ist, es gibt keinen Widerspruch zwischen in der Sache sehr hart zu sein, und da bleibe ich dabei, da sind bestimmte Dinge für mich unverhandelbar, aber sich immer zu bemühen, dem anderen mit einer Kultur der Wertschätzung entgegenzukommen. Und das wäre auch mein Rat an die EU, dass wir viel mehr auch kommunizieren mit den Bürgerinnen und Bürgern in allen Mitgliedstaaten und ihnen viel mehr und viel öfter, nicht nur die EU, auch wir als Abgeordnete erklären, dass nicht alles toll ist in der EU, aber wie viel schlechter es uns ginge, wenn es diese geniale Idee, dass jetzt 28 Staaten, und wenn ich persönlich sagen dürfte, ich würde mich freuen, wenn es auch 28 bleiben, in dieser Union sich zusammenraufen, Dinge gemeinsam tun. Und vor diesem Hintergrund, sage ich mal, müssen wir arbeiten. Und ein letzter Punkt, weil das hier eben so nonchalant kam, Werte sind Interessen. Ich will dem heftig widersprechen. Ich habe ein Interesse daran, als Sozialdemokrat, was weiß ich, möglichst gute Stimmergebnisse zu bekommen und möglichst zu regieren, um meine Politik umsetzen zu können. Wenn aber mein Wunsch, das tun zu können,
dazu führt, dass ich bestimmte Werte aufgebe und verbiege, also zum Beispiel den politischen Mitbewerber denunziere, mit unfairen, unlauteren Mitteln arbeite, anstatt Menschen für meine Politik zu begeistern, mit einer Politik der Angst versuche, Angst zu schüren, in der Hoffnung, das hilft mir dann politisch. Dann gebe ich Werte, für die eigentlich die Sozialdemokratie steht, auf. Und nicht nur die Sozialdemokratie, auch konservative Parteien, damit mich jetzt hier niemand falsch versteht. Und deshalb sind Werte nicht gleich Interessen. Das kann auch schon mal gleich sein. Aber am Ende müssen Interessen hinter den universellen Werten wie Menschenrechte und Demokratie zurückstecken. Und da, wo die Interessen hinter diesen Werten nicht zurückstecken, da muss widersprochen werden, und zwar nicht nur von der EU, sondern auch von der Zivilgesellschaft. Das geht uns alle etwas an, und in diesem Sinne bin ich fast bei den 3 Minuten geblieben, und in diesem Sinne habe ich vielleicht deutlich gemacht, es geht nicht darum, Polen an den Pranger zu stellen, sondern dass wir alle gemeinsam, auch wir in Deutschland, ein Stückchen demokratischer, ein bisschen wertschätzender werden und es eben miteinander versuchen und nicht aufeinander immer nur mit den Fingern zeigen. Ja. Marek Zerowski, bitte. Ich glaube, dass wir wirklich sehr, sehr aufpassen müssen, infolge der Krisen, die wir haben, in vielen Bereichen, Europa nicht zu einem Panoptikum zu verwandeln. Also einer normativen Verbesserungsanstalt, wo einige bestraft werden und andere belohnt. Anstatt Zentralisierung der Kontrolle als eine natürliche, aber falsche Reaktion zur Krise und anstatt administrativen Entmündigung der demokratischen Gesellschaften sollen wir auf Kooperation und flexible Lösungen setzen. Und das betrifft besonders, meiner Meinung nach, den Bereich der Werte, an die wir uns alle selbstverständlich halten müssen und die auch eine offensichtliche universelle Dimension haben, aber die zugleich ein sehr komplexes Phänomen sind, wo wir unterschiedliche Traditionen, Erfahrungen und Praktiken in Europa haben. Käme es wirklich zu einem Bruch mit den Werten, zu einem Missbrauch von Praktiken und zu einer offensichtlichen Abweichung von Werten, da sehe ich keinen anderen Weg zu reagieren oder die Situation zu korrigieren, als durch Entscheidung der Bürger, die die Stimme in den Wahlen haben und die selbst die Verantwortung für sich tragen müssen. Macht missbraucht die Mehrheit die Macht, da muss die Mehrheit abgewählt werden. Da sehe ich ja keinen anderen Weg, das zu ändern. Und wenn die Mehrheit doch die Mehrheit richtig repräsentiert, dann sollte sie auch die Chance haben, das Begonnene vollzuenden. Nur das wird meiner Meinung nach ermöglichen, das wahre Ziel der Integration verwirklicht wird. Und das ist meiner Meinung nach nämlich eine Europäische Union der unterschiedlichen offenen Bürgergesellschaften, selbstverständlich, wenn ich mich an Ralf Dahrendorf berufen kann, die selbst, also so offen, die so offen sind und frei, dass sie selbst eigene Grenzen definieren müssen und auch die Verantwortung für eigene Probleme tragen sollten. Danke. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben 1,5 Stunden reichhaltige Argumente geliefert bekommen.
Und wir machen nun den Gegentest, schauen ein wenig als Spielerei natürlich und nicht als ernste Abstimmung, wie sich die Stimmung möglicherweise gewandelt hat, ob Sie Zweifel bekommen haben. Bitte nehmen Sie die Frage nicht so dogmatisch, sondern spielen Sie auch damit. Die Frage war, muss die EU entschiedener gegen illiberale Tendenzen in Osteuropa vorgehen? Wir haben sehr viel über diese Tendenzen geredet. Wir haben wenig darüber geredet, wie die EU dagegen vorgehen kann. Aber trotzdem steht die Frage im Raum. Wenn Sie der Meinung sind, ja, das sollte sie tun, bitte ich Sie, die grüne Karte zu heben. Alle, die das schon getan haben oder neu der Meinung sind und die, die nicht mehr der Meinung sind, sollten sie nicht heben. Wir zählen wieder und machen gleich die Gegenprobe. Ja, ich bin der Meinung, die EU muss entschiedener gegen illiberale Tendenzen vorgehen. Sie haben festgestellt, in der Fragestellung stecken auch viele Unschärfen. Darf die EU das? Was ist Illiberalität? Wie soll sie vorgehen? Wie messe ich das? Welche Wahrheit lege ich zugrunde? So, dann nehmen wir bitte die Gegenprobe. Nein, die EU sollte das nicht tun. Bitte die rote Karte. Diejenigen, die von Ihnen der Meinung sind, das geht die EU nichts an und das sollte sie nicht tun. Und insofern auch der Argumentation von Marek Czeszowski folgen. Wir zählen wieder und addieren. Es ist geglückt. Sie sehen, meine Damen und Herren, wir haben, ich glaube, Dankeschön, wir haben tatsächlich es mit einem sehr, sehr fundamentalen Problem in einer Staatengemeinschaft zu tun, die auch selbstverständlich auf Werten fußt, aber auch auf Recht fußt. Die Europäische Union ist eine Rechtsunion. Sie verabredet sich, dass sie Rechte teilt oder gemeinsam anwendet und dadurch einen Mehrwert bekommt, sei es ökonomisch, sei es als Demokratien, sei es als Staatenverbund, der gegen andere mächtige Staaten aufsteht. Und dass diese Europäische Union momentan unter einem großen globalen Trend steht, nämlich den Trend zu mehr Populismus und auch vielleicht zu mehr Autoritarismus, also zu Staaten, die autoritär regiert werden, das können wir nicht leugnen. Das ist der große politische Trend, der vielleicht auch aus einem gesellschaftlichen Bedürfnis herausruht, eben in einer Zeit, wo sich so vermeintlich viel ändert, wo so viel sich in Veränderung und in Auflösung betrifft, für mehr Klarheit zu sorgen. Und wenn dann eben einer kommt, der diese Klarheit verspricht und viele schwierige Entscheidungen einem abnimmt, dann ist man doch vielleicht geneigt, eben diesen populistischen oder autoritativen Tendenzen zu erliegen. Die Europäische Union ist dem nicht gefeit. Und die Europawahl in wenigen Wochen und Monaten, zweieinhalb Monaten, wird tatsächlich ein Prüfstein sein, auch darüber, wie diese Parteien, die diese Klarheiten versprechen, abschneiden gegenüber den Parteien, die sich vielleicht schwerer tun mit diesen klaren Aussagen. Und diese Europawahl wird deswegen ein ganz wichtiger Test sein, auch wie Europa tatsächlich auf diese Form der neuen politischen Definition reagieren kann. Wir haben jetzt eine Verschiebung tatsächlich im Wahlergebnis, das wird Sie nicht wundern. Wir haben nämlich mehr Stimmabgaben als vorhin. Jetzt sind es 191, also 6 von Ihnen haben sich nun im Nachhinein noch zu Wort gemeldet oder haben 2 Karten gehoben, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es sind einfach 6 Stimmen mehr. Und diesmal haben wir bei der Ja-Seite, Dietmar Niethans-Seite, einen leichten Rückgang auf 156 von 159 und einen Zuwachs bei Ihnen von 26 auf 35 Stimmen. Das heißt, eine leichte Verschiebung. Ich danke beiden Diskutanten für einen lebhaften Abend. Ich hoffe, Sie nehmen einige Argumente mit und über die Medien reden wir das nächste Mal. Ja, vielen Dank.